Hi, ich bin Loreen. Ich schreibe auf meinem eigenen Blog Tagessuppe.at über Zero Waste und ein nachhaltiges Leben und leite bei Zero Waste Austria die Events, die Kooperation und das Marketing. Und ich zeige euch heute von der Couch aus, wie man aus Zitrusfruchtschalen einen Allzweckreiniger herstellen kann. Wenn man Zitrusfruchtschalen über hat, müssen die nicht gleich in der Tonne landen, sondern man kann sie ganz einfach wiederverwerten oder weiterverwerten und daraus einen Allzweckreiniger herstellen. Das geht folgendermaßen. Im ersten Schritt muss man einmal das Fruchtfleisch lösen, sodass man möglichst nur noch die Schale hat oder nur noch diese weiße Haut und zerschneidet die Schalen. Dann gibt man die Schalen in ein großes Gefäß, möglichst in ein Glas, weil hinterher wird da Essig drauf gegossen und dieser Essig greift zum Beispiel Plastikverpackungen an, da können sich diese Partikel lösen. Wenn man die Schalen zerschnitten hat und sie in das Glas gegeben hat, dann kann man das Ganze mit Essig aufgießen und zwar so, dass die Schalen komplett bedeckt sind. Man muss auch dann in den Wochen, die das steht und zieht, immer mal wieder nachschauen, ob das Ganze noch mit Essig vollständig bedeckt ist oder nicht und sonst gegebenenfalls Essig einfach nachgießen. Dann macht man das Glas zu und lässt es 2 bis 3 Wochen stehen. Wenn man die Zitrusfruchtschalen klein geschnitten hat und das Fruchtfleisch rausgenommen hat, das Ganze mit Essig aufgegossen hat, dann lässt man das Ganze einfach 2 bis 3 Wochen ziehen. Und man sieht es daran, dass sich das bräunlich verfärbt, dann ist das Ganze eigentlich fertig. Es hat dann auch so einen Zitronen- oder zitronigen Geruch. Und dann gießt man das Ganze einfach durch ein Sieb in eine alte Sprühflasche und hat einen Allzweckreiniger. Den Allzweckreiniger kann man eigentlich für alles benutzen, der ist super kalklösend. Wofür man ihn nicht nutzen sollte, sind Natursteine und Mineralböden, weil sich da einfach Kalk rauslösen kann, dadurch, dass er eben so kalklösend ist. Und genauso bei Gummidichtungen, da sollte man auch vorsichtig sein, weil einfach so Reiniger mit einem hohen Essiganteil das sehr, sehr schnell angreifen. Zum Schluss gibt es noch 2 Tipps. Der erste, wenn man einen Spritzer Flüssigseife zum Essigreiniger hinzufügt, verringert sich die Oberflächenspannung und dadurch haftet er besser auf sehr, sehr glatten Oberflächen. Der zweite ist, dass ich zum Beispiel meine Zitrusfruchtschalen einfach im Gefrierfach sammle. Das heißt, wenn ich nur eine Orange habe und es lohnt sich nicht, daraus einen Essigreiniger anzusetzen, sammle ich das einfach im Gefrierfach und setze dann halt eben alles zusammen an. Vielen Dank fürs Zusehen und viel Spaß beim Nachmachen. Wenn ihr Lust habt auf weitere DIYs und mehr zum Zero Waste Lifestyle, seid ihr herzlich willkommen auf einem unserer Workshops. Die finden ab Juni wieder offline statt. Ich würde mich sehr freuen, euch da begrüßen zu dürfen. Alternativ könnt ihr uns unterstützen, indem ihr eine Mitgliedschaft mit Zero Waste Austria abschließt. Wir sind als Verein organisiert und da bekommt man dann Goodies und auch die Zero Waste Card. Oder ihr schaut euch einfach mal auf der Website von Zero Waste Austria um oder auf meinem Blog.